Salzgitterbad, ein Montag im November. Schichtwechsel vor der Aula der Realschule. Denn für alle 10. Klassen stand heute etwas Besonderes auf dem Stundenplan. Die Begegnung mit Fadi Saad. Die Lesungen fanden auf Einladung des Weißen Rings und mit Unterstützung des Kinderschutzbundes sowie des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes statt. Fadi Saad, Autor des Buches »Der große Bruder von Neukölln«, erreichte sein junges Publikum insbesondere mit seiner direkten Ansprache und kumpelhaften Art. Um Missverständnisse für unsere Zuschauer durch seine manchmal doch recht lockeren Sprüche und Gesten zu vermeiden, durfte die Kamera nur zu Beginn der Veranstaltung laufen. Fadi Saad stand als Jugendlicher oft vor Gericht, doch erst nach der 8. Anklage wurde er zur Rechenschaft gezogen. Für ein Delikt, das schon mehrere Monate zurücklag. Er musste zu einem Wochenendarrest, der ihm die Augen öffnete. Gerade im Bereich der Justiz würde er deshalb gerne etwas ändern. Also vor allem der Justiz müsste sich ändern, dass konsequenter gegen die Jugendkriminalität geahndet wird. Keine langjährigen Wartezeiten auf Gerichtsverhandlung. Vor allem bessere Absprache und Rücksprache innerhalb der verschiedenen Behörden. Also Jugendamt, Prävention der Polizei, Staatsanwaltschaft und vor allem, um das Ganze auch abzurunden, Eltern. Und vor allem, was sich ändern müsste, ist die Kultur des Wegschauens. Wir leben in einer Gesellschaft, wo die Kultur des Wegschauens einfach gestiegen ist. Du kannst am hellischen Tage am öffentlichen Platz jemanden verprügeln und es interessiert niemanden. Keiner ruft an, ach, ein anderer wird schon machen. Und genau da müssen wir was ändern. Also es ist ein gesellschaftliches Problem. Besonders am Herzen liegt dem zweifachen Vater auch die Prävention. Prävention ist das A und O bei dem Ganzen. Das Aufklären. Ich bin bei Neunklässler, die haben das Thema Dritte Reich und noch gar nicht mal behandelt. Die Arbeit mit Eltern, auch da kann man nicht immer nur den Eltern die Schuld geben. Ein Kind zu machen ist ganz einfach und macht sogar manchmal Spaß. Aber ein Kind zu erziehen, das muss man lernen. Das ist nicht einfach irgendwie etwas, was man neu erworben hat. Es gibt keine Bedienungsanleitung dazu. Ja? Ein Kind etwas vorzuleben, die Geduld zu haben und all diese Sachen müssen unterstützt und begleitet werden. Auch ein unübersichtliches Bildungssystem trägt seiner Meinung nach nicht zur bestmöglichen Entwicklung der Schülerinnen und Schüler bei. Darüber hinaus sind ihm vielfältige Begegnungsmöglichkeiten wichtig. Und Strafen, ja, das kann ich nur machen, wenn jemand was angestellt hat. Aber wir müssen dahin kommen zu sagen, wie kriegen wir die Leute dazu, dass sie nichts machen. Dazu sollen auch seine Bücher beitragen. Doch bereits in dieser Veranstaltung konnten die Schülerinnen und Schüler Einblicke in ein Leben als Mitglied einer Gang bekommen, das ihnen selbst dadurch hoffentlich erspart bleibt.